Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel mit netten Telefonbetrügern aus Fernost und von wo auch immer, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen, um uns mit irgendeinem Trading-Blödsinn und CFDs, ja, möglichst blank zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Mit wem spreche ich da? Hallo? Bitte, Roland. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch leider nicht verstanden. Nuscheln Sie mal nicht so. Ich verstehe kaum was. Sie nuscheln so sehr. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Kennen Sie den Hund? Wie bitte? Hund. Sie sprechen sehr undeutlich. Hund. Ich komme doch nicht aus Deutschland. Siehst du deine Nummer nicht? Ach so, ja doch, hier steht doch eine Hamburger Nummer drin im Kennst Display. Kennst du den Hund? Einen Hund? Ja, ich kenne einen Hund. Ja, Sie sind das, ne? Tschüss. Ja, und was bist du dann, billige Abzockerin? Eine ganz billige Betrügerin. Das haben wir hier am Telefon. Bist du gleich, ne? Eine ganz, ganz billige Betrügerin. Schlechter geht's gar nicht mehr. Ein billiger Hurensohn. Ja, eine ganz schlechte, billige Betrügerin. Also kein anderes zu tun, als YouTube zu machen? Nee. Warum registrierst du dich dann? Na, damit ich euch die Zeit klauen kann. Und ihr sorgt ja selbst dafür, dass ihr euch noch selber Zeit klaut. Oh mein Gott, bin ich doch nicht nur mit dir einzumischen, telefonieren, ne? Ja, aber ganz intelligent scheinst du ja nicht zu sein, so wie du am Telefon sprichst. Ich sag doch nicht, dass ich ein intelligent bin, ne? Ja, das habe ich auch schon so gedacht, ja. Ja, schämst du dich manchmal für deinen Job? Nee, warum soll ich mich schämen, ne? Ja, weil du Menschen betrügst. Nein, ich betrüge keinen Menschen. Und du hilfst dabei, Menschen auszurauben. Nur ihnen. Und das weil ist doch du ein schlechter Hund Job. Bist, ich betrüge dich. Möchtest Aber du nicht die mal, Menschen betrüge ich doch nicht. Möchtest du nicht mal was Anständiges in deinem Leben auf die Reihe bekommen? Vielleicht ein YouTube-Kanal zu haben und dich aufnehmen. Das ist auf jeden Fall anständiger als das, was du da machst. Ja. Was hältst du davon, mal was Vernünftiges zu machen? Was hältst du denn, wenn du einen YouTube machst? Was kriegst du davon? Mehr Views oder mehr Fame oder mehr Geld? Ja, genau. Hat dich schon jemand gefickt, oder? Dass du jetzt Videos machst? Ja. Bist du verbrennt, ne? Hm. Hast du Geld verloren? Nee. Kannst du keine andere Sache machen. Tschüss. Nee, ich will, dass die Betrüger ganz oft bei mir anrufen. Kennt jeder, dass du hast Geld verloren. Nee, aber ich hab ja kein Geld verloren. Kannst du schon das Video in YouTube machen, ne? Ja. Oder wirst du das nicht machen, weil werden dir auch die Zuschauer schon wissen, dass du ein Hurensohn bist. Also du hast selber das Geld verloren. Tschüss. Nee, ich hab ja kein Geld verloren, aber vielleicht hast du Geld verloren. Also deine Videos sind fake einfach, fake. Fake? Ja. Steht ja auch in der Videobeschreibung drin, dass die Videos fake sind. Sag mal, wieder eine ganz herzallerliebste Dame am Telefon gehabt, nachdem der herzallerliebste Typ am Telefon war und die das Telefon einfach weitergereicht haben. So stellt man sich doch ein seriöses Unternehmen vor. Hallo, guten Tag, schon guten Tag. Ja. Spreche ich mit der Steiner? Ja, und mit wem spreche ich? Ich melde mich von Citibank. Sie haben gerade eine Online-Anmeldung über Bitcoin gemacht und wir betreiben Online-Trading. Hier von City Solutions. Ja, von City Solutions. Sie haben eine Anmeldung gemacht gerade. Deswegen habe ich Ihre Daten bekommen und habe ich Ihnen angerufen. Mhm. Okay. Und jetzt? Natürlich. Ich möchte Ihnen erklären. Zum ersten Mal, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Ob haben Sie schon Erfahrung über Bitcoin, über Trading gehabt? Oder ne? Wie bitte? Oder ne? Haben Sie schon Erfahrung in Online-Trading? Oder ne? Was war das? Na, die Antwort. Wie oder ne? Das ist die Antwort. Was bedeutet das, oder ne? Na, so wie ich es gesagt habe. Ja, dann ich werde Ihnen einfach sagen, wie viel werden Sie investieren? Wie viel werden Sie einzahlen bei dieser City Solution? Ich dachte erstmal so an 25 Euro oder so. Nein, natürlich geht das nicht, weil eine Investition geht ab 250 Euro. So viel? Der Mindestbetrag, ja natürlich, weil sie verdienen Geld, ja. Mhm.
Aber ich dachte, ich verdiene auch mit 25 Euro ein bisschen Geld. Nein, geht das nicht, weil Sie müssen ein Konto eröffnen, weil Sie sind in England und für das müssen Sie was mal einzahlen. Aber Ihr Akzent ist irgendwie nicht Englisch. Wie bitte? Ich sage, Ihr Akzent ist irgendwie nicht Englisch. Das kommt eher so aus der, weiß ich nicht, aus der asiatischen Richtung, Ihr Akzent. Nein, stimmt das nicht. Wo sind Sie denn her? Ja, warum muss ich welche Privatsache zeigen? Ich melde mich, ich bin ein Mitarbeiter von City Solution, deswegen ich möchte mit Ihnen über unsere Arbeit sprechen. Wenn Sie möchten, können wir uns weiter sprechen. Wenn nicht, legen wir das Handy aus. Ja, dann erzählen Sie mal was darüber. Ja, ich kann Ihnen eine E-Mail jetzt gerade schicken und wenn Sie möchten eine Investition machen, ich würde Ihnen noch die Bankdaten schicken. Wo sollen Sie die Einzahlung machen? Ja, aber ich dachte, Sie wollen mir erstmal was erzählen. Tja, schön, dass er mir irgendeine E-Mail zuschicken will, die ich nicht gefunden habe. Tja, und schön, dass sie irgendwann irgendeiner komischen Citibank aus anruft. Ja, aber dass das hier schon wieder eins von den unseriösen Gesprächen ist, ich denke, das erklärt sich von ganz alleine. Oh Mann, und die wollen tatsächlich unser Geld haben. Es ist echt bedauerlich. Herr Voldemort? Vom Apparat. Hallo, grüß Gott, Herr Voldemort. Mein Name ist Petra Müller. Ich suche einen aus Bitcoin-Code, aus BTC Trades. Sie haben ein Online-Handelskonto erstellt, ist das korrekt? Auf welcher Seite denn? Bitcoin-Convert. Ach so, ich habe Ihr Account bekommen. Gerade hatte ich irgendwie so eine Betrügerin am Telefon. Also wirkte zumindest so. Ich glaube, ich habe mit Ihnen schon gesprochen. Nicht nur einmal. Sie machen immer neue Accounts mit verschiedenen Namen, ich glaube, oder? Nee. Und jetzt mal, ich rufe Sie an. Weil ich gerade hat ja eine von zurück. Gerade hat eine von City Solutions angerufen. Und die war irgendwie nein, ganz komisch. Ich suche auf Bitcoin Convert, weil ich habe einen Account bekommen von Ihnen. Ach so. Deswegen, ich rufe Sie an, damit ich Ihnen frage, brauchen Sie meine Hilfe oder nicht? Ja, weiß ich nicht, weil ich habe die Seite gar nicht auf. Habe ich das gerade eben gemacht? Weil hier war eine Seite dabei, wo nichts kam. Warum melden Sie sich mit verschiedenen Namen? Ich verstehe hab das ich ja nicht, ist ja mein Name, der da drin ist, oder nicht? Das ist in der Tat mittlerweile so ein kleines Problem, dass man bei den Betrügern immer öfters auffällt, weil die einen schon an der Stimme erkennen. Aber wie gut, dass wir ja uns im 21. Jahrhundert befinden und unsere Stimme auch ein kleines bisschen erweitern können. Und in Zukunft werden uns die Betrüger definitiv nicht mehr erkennen. Zumindest nicht mehr ganz so oft, denke ich mal. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Claudio Mesaluna und ich melde mich gerade von einem internationales Online-Handel, wo Sie sich gerade angemeldet sind, richtig? Welche denn? Sie sind beim Bitcoin gemeldet, gell? Weiß ich nicht. Dort und bei mir steht hier, dass Sie Interesse gezeigt haben. Das ist nicht was Schlechtes, ist was Gutes normalerweise, weil das Bitcoin, wie die Experten gesagt haben heute früh, wird eine Steigerung haben bis um 70.000 Euro Ende des Monats. Sie können mit einem kleinen Ansatz anfangen, können Sie uns testen. 2 Wochen haben Sie Zeit, kriegen Sie 10% Ihres Kapital dazu von uns, brauchen Sie keine Steuer bezahlen, gar nichts. Das ist von unserem Chef. Und ich bin die Kontoaufsteller hier, um zu helfen, dass Sie einen Termin mit Broker kriegen und die Broker kann Ihnen alles erzählen, was danach läuft. Wenn Sie vor dem PC sind, kann ich Ihnen gleich helfen. Ja, was macht denn Ihre Firma so? Wir arbeiten mit den Kunden, wo anmelden bei uns, zum Beispiel unsere Interessenzahlen zeigen über die Forex. Aha. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so. Wir stellen einen Konto zusammen, zahlen Sie das Mindesteinsatz, 250 Euro. Und dann machen wir einen Termin mit dem Broker oder mit dem Finanzexperte. Er kann Ihnen genau sagen, zum Beispiel, wie viel in der Woche Bitcoin steigen kann und wie viel Sie verdienen können. Mit 250 werden Sie nicht reich, das kann ich Ihnen gleich sagen. Aber irgendwas verdienen Sie. Und die Broker arbeiten zum Beispiel, bei uns ist so, wenn die Kunde verdient, verdient die Broker auch sein Geld. Wenn die Kunde verliert, die Broker kriegt gar nichts. Ja, ich muss jetzt mal auflegen, ich habe keine Zeit mehr. Ja, das kommt leider auch ab und zu mal vor, dass eigentlich gerade gar keine Zeit ist, aber das Telefon klingelt schon wieder, man befindet sich gerade auf dem Sprung.
Und naja, solange wie wir noch Zeit haben, nutzen wir natürlich immer die Zeit, um irgendwie die Zeit von den Betrügern totzuschlagen, dass sie wenigstens umsonst angerufen haben und haben ihre Energie bei uns am Telefon verschwendet. Ziel erreicht, auch wenn nicht mit voller Leistung. Hallo, sprach das Mutter Tellerrand. Ja. Ja. Sie haben sich bei uns so einige Fragen gemacht. Irgendwie versteht man Sie ganz schlecht. Hören Sie mich? Jetzt wird's besser, ja. Ja, also Sie hatten sich vor ein paar Tagen Sammeln am Finanzmarkt interessiert. Nee, jetzt ist wieder schlecht. Irgendwie weiß ich nicht. Ist ganz dumpf, das Mikrofon. Ich kann Sie perfekt hören. Ja, jetzt sind Sie irgendwo unterwegs oder mit schlechtem Empfang? Nee, aber jetzt geht's ja wieder. Sie haben ja gerade an Ihrem Mikrofon geruckelt. Ich hab's gehört. Hören Sie mich jetzt besser? Ja. Okay, so, Sie haben sich bei uns registriert. Das war vor 2 Tagen. Für Handel im Finanzmarkt, Bereich Kryptowährungen. Das kann sein, da habe ich mal irgendwas gemacht, ja, aber dann wusste ich da auch nicht weiter. Ja, möchten Sie einfach erreichen und erklären, worüber Sie sich registriert haben? Falls Sie das ausprobieren möchten. Ja, können wir machen. Toll. Da nimmt man sich schon die Zeit für den Betrüger und man sagt, können wir machen und ja. Einmal habe ich als Kunde wohl, oder als Betrugsopfer ja wohl eher, nicht genug Elan mitgebracht. Wahrscheinlich muss man sich darüber freuen, dass jetzt jemand anruft, den man gar nicht erwartet hat. Und man muss auch direkt irgendwie schon Bescheid wissen, was der jetzt eigentlich von einem will. Obwohl das ja nirgendwo vorher gestanden hat. Ich weiß es nicht, wie die Betrüger immer darauf kommen, dass wenn die anrufen, dass man irgendwie quasi schon vorbereitet ist auf diesen Anruf. Aber naja, es läuft ja irgendwie ziemlich oft gleich ab. Die Betrüger denken, der Rechner ist schon an, man sitzt schon vorbereitet vom PC und die Kreditkartendaten sind sorgsam vor einem, ja, platziert, dass man möglichst schnell seine Kohle los wird. So scheinen die sich das in den Callcentern vorzustellen. Hallo? Wen hab ich denn da dran? Kuckuck. Hallo? Ich höre nix. Das ist ja doof. Hallo? Hallo, sind Sie der mit dem Streichelzoo für Schwäne? Ich wollte einen Schwan streicheln. Hallo, ich wollte einen Schwan streicheln. Hallo? Hallöchen, ist da jemand? Kuckuck. Hallo, Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von 017... 3, 9, 4, 8, 2, 75, 6. Tja, und dann hat unser netter Betrüger aufgelegt. Aber der war auf jeden Fall noch in der Leitung, denn, naja, er hat mich ja irgendwann dann unterbrochen und keine Lust mehr auf mein dummes Gesabber gehabt. Tja, aber das passiert in letzter Zeit auch ziemlich häufig, dass die Betrüger anrufen und gar nichts sagen und gar keine Lust auf mich haben. Wahrscheinlich, weil sie wissen, welcher Datensatz dahinter steckt. Müssen wir mal wohl wieder die Telefonnummern austauschen. Und ich habe was Tolles entdeckt. Es gibt 100er Rufnummernpakete. Man muss nicht nur 10er Pakete kaufen, man kann auch gleich ein 100er Paket buchen. Ja? Ja, hallo, guten Tag, grüß Gott, Herr Lussenbegel, wie geht es Ihnen? Patrick Larsson, bin ich am Apparat? Alles okay bei Ihnen? Ist alles ganz schön, wirklich. Also, ich bin der Finanzberater, ich habe Ihnen versucht, Ihnen zu erreichen, aber Sie waren heute nicht erreichbar. Also, ich melde mich von der Firma Velocity. Also, unser Unternehmen ist ein internationales Unternehmen, damit wir so mit Finanzmarkt beschäftigen. Also, wenn ich fragen darf, haben Sie vor eine Erfahrung gehabt mit dem deutschen und dem globalen Börse, ein Beispiel mit Kryptowährungen? Ja, mal anrufen, weil ich gehe jetzt einkaufen. Ach so, okay, wir sind ins Büro heute bis 19 Uhr Abend, Montag bis Freitag. So, dann Montag. Um welche Uhrzeit, bitte gib mir eine wichtige Uhrzeit, damit ich Ihnen telefonieren kann. Also um 12. Um 12 Uhr, okay. Bitte vergessen Sie jetzt nicht meinen Namen Patrick Larsson und unseren Promocode 3031. Wenn Sie nicht den Promocode hören, 3031, legen Sie das Handy sofort aus, okay? Alles klar. Und mit diesem Handynummer, das ich Ihnen telefoniert, verwenden Sie WhatsApp? Nee. Verwenden Sie keine WhatsApp? Okay. Gut, also werde ich Ihnen pünktlich um
12 Uhr telefoniere am Montag. Okay. Okay? Ja. Dankeschön, danke für Ihre Zeit. Ein schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss. So. Was für ein Schreischwein. Der brüllt ja wirklich in seinen Hörer rein, dass man denkt, hier fallen einem gleich die Ohren ab. Aber gut, wahrscheinlich will er ja da in seinem komischen Callcenter mit den anderen 1000 Leuten irgendwie dominieren, dass man alle anderen irgendwie nicht mehr hört im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Aber habt ihr das wieder mitbekommen mit diesem tollen Promocode, den er da erwähnt hat? Der Promocode, der, naja, dient eigentlich nur dazu, dass ihr definitiv nicht bei einem anderen Betrüger ans Telefon rangeht und euch von ihm verarschen lasst. Er hat ja auch gleich gesagt, wenn man den Promocode nicht am Telefon hört, soll man beim nächsten Anrufer direkt auflegen. Weil auch die wissen, dass da noch 1000 andere Leute anrufen werden. Ja, weil die Daten, die werden ja ziemlich schnell freigegeben für den gesamten Markt des Betrügertums. Ja? Ja. Und das? Ich mit Herrn Hartmut. Das ist mein Vorname. Würden Sie mich bitte mit meinem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ich sagte, würden Sie bitte mit meinem Nachnamen ansprechen? Ja, natürlich. Ja, dann? Herr Knusprig, ja? Knusprig. Also, Sie haben gerade gemacht eine Anmeldung bei der Citibank, weil ich bin Ich komme gerade aus dem Bett. Wie bitte? Ich sage, ich komme gerade aus dem Bett. Ich habe gerade keine Anmeldung gemacht. Haben Sie keine Anmeldung gemacht? Warum lügen Sie? Sind Sie bescheuert oder was? Ich komme gerade aus dem Bett. Noch einmal, haben Sie gerade eine Registrierung gemacht? Nein, habe ich nicht. Jetzt gerade nicht. Nein. Wieso sagen Sie nein? Ja, weil es nicht stimmt. Ich komme gerade aus dem Bett. Wo befinden Sie momentan? Jetzt auf dem Klo. Wie bitte? Jetzt auf dem Klo. Okay. Also, kann ich eine kurze Vorstellung machen, damit Sie verstehen können, worum es geht? Nö, also mit einer Firma, die so scheiße ist am Telefon, möchte ich, glaube ich, nichts zu tun haben. Ist keine Firma, das ist eine Bank. Erstens mal ein bisschen Respekt. Hier spricht die Finanzberaterin von der Citibank, ist Antonia Robinson. Wir telefonieren momentan von der Bank, die Abteilung des Online-Trading. Ey, Mäuschen, hast du nicht gerade zugehört? Bitte? Ich habe gesagt, ich will mit eurem Laden nichts zu tun haben. Möchten Sie nichts mit uns zu tun? Und warum machen Sie Registrierung? Wenn Sie ja, weil ihr Betrüger seid. Und außerdem habe ich gesagt, ich habe mich gerade nicht registriert, ich komme gerade aus dem Bett. Habe ich ja gerade erzählt und jetzt gerade sitze ich auf dem Klo und du beleidigst mich. Und du bist ja auch nichts wert und dann laberst du mir die ganze Zeit auch noch ins Wort. Also immer wieder krass. Also ich sage ihr, nee, habe ich nicht, ich komme gerade aus dem Bett und ich meine, ich glaube, man hört es auch an meiner Stimme, wann ich aus dem Bett gekommen bin oder nicht. Ihr kennt ja die Vergleichstelefonate, wo ich im Bett telefoniert habe. Und die labert mich hier zu und sagt, ich habe mich gerade angemeldet. Nee, habe ich nicht. Ich habe im Bett gelegen und jetzt war ich auf dem Pott. Also was soll denn der Quatsch? Da wirst du morgens schon total zugelutscht, nur weil er gerade mal die Augen aufgemacht hast. Nett. Ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Ich bin der Claudius. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Kabusic. Ich hoffe, Sie haben, weil ich gesehen habe, dass Sie sich bei uns registriert haben für Online-Handel, für das Bitcoin-System, richtig? Muss ich nicht, kann sein, ja. Und wir bieten eine automatisierte Software für unsere neuen Kunden, die keine Erfahrung haben, ja? Das ist ein Roboter. Der Roboter handelt kostenlos für Sie und hat über 90% Gewinn. Der kauft Aktien oder Kryptowährungen und verkauft für Sie so gut wie möglich, damit Sie Geld am Finanzmarkt profitieren können. Ja? Das haben Sie aber schön vorgelesen. Wie bitte? Das haben Sie schön vorgelesen. Was habe ich gelesen? Ja, das haben Sie gerade gesagt. Ich sage Ihnen, was Sie bieten. Ja. Haben Sie gut abgelesen. Ja, wenn Sie wollen. Investieren Sie auf den Finanzmarkt. Wenn Sie wollen, nicht. Nee, ich möchte nicht bei Firmen investieren, wo nicht richtig vernünftig Deutsch gesprochen wird. Mhm. Alles klar, dann. Schönen Tag noch. Und mal davon abgesehen, war die Tonqualität von diesem Telefonat hier wohl mehr als unterirdisch. Also ich glaube, da sollte man definitiv keine Geschäfte machen, wenn man, ja, gefühlt mit einem Aquarium telefoniert. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war die Musik im Hintergrund wieder so extrem pervers laut und naja, vielleicht haben sie mal ein anderes Aldi-Headset benutzt. Ja, was aber auch nicht besser ist, letztendlich von der Tonqualität. Naja. Hallo?
Spreche ich mit Herrn Hartmut? Ja, und? Hallo, hören Sie mich, Herr Hartmut? Ja, was möchten Sie denn? Ja, hallo, mein Name ist Manuel Busic von der Firma SDC. Ich sehe, dass Sie sich für Online-Kanal registriert haben, für das Bitcoin-System, aber Sie haben Ihren Account noch nicht aktiviert. Ich wollte fragen, was passiert ist. Tja, mich hat so jemand angerufen wie Sie. Wie bitte? Mich hat so jemand angerufen wie Sie. Das ist passiert. Nein, Sie haben bei uns angemeldet. Genau. Ja? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von jemandem so wie Sie. Das ist passiert. Ja, möchten Sie Ihren Account aktivieren? Nein. Sie haben kein Interesse, Geld zu verdienen. Doch schon, aber nicht mit Ihnen. Das ist mir zu unseriös. Ich verstehe. Alles klar. Schönen Tag dann. Ja, und so gehört sich eigentlich dann auch die Verabschiedung, dass man das dann so hinnimmt und dann hat sich das Gespräch erledigt. Aber naja, ihr habt es ja gehört, hier war mal wieder eine halbe Diskothek. Ja, hallo, schönen Tag, Herr Gero Steiner. Hm. Ja, Apparat ist Leon Schwarz, Herr Steiner, ich melde mich wegen Ihrem Handelskonto. Aha, was denn ja, für ein Handelskonto? Über die Kryptowährung. Aha, da habe ich ein Konto. Ja, Sie haben sich also bei uns registriert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Nachname. Aha. Ja, ich bin nämlich dabei, Sie zu begleiten, das Konto zu aktivieren natürlich. Und Sie weiter zu informieren, wie es ist und wie es funktioniert an dieser Börse. Ja, aber ich will nichts aktivieren. Warum denn bitte? Ja, das ist mir alles zu komisch. Zu komisch? Wie meinen Sie es komisch? Ja, hat alles nicht zugesagt, was ich da gesehen habe bis jetzt. Sie liegen falsch mit Ihren Entscheidungen, Herr Steiner. Ich arbeite an dieser Börse 10 Jahre lang und ich kann nicht alles erklären, Schritt für Schritt, wie es funktioniert und wie es läuft. Ja, brauche ich aber nicht. Das brauchen Sie mir, glauben Sie mir. Milliarden von Menschen machen an dieser Börse Geld. Milliarden? Na, das glaube ich aber nicht. Das werden Sie glauben, wenn Sie natürlich auf Google recherchieren. Genau. Kann man sich einbilden, aber glaube ich nicht. Können Sie noch schauen. Schreiben Sie einfach auf Google, Coinbase, werden Sie sehen, dass es über 10 Millionen Kunden nur auf Coinbase gibt. Ja, gerade haben Sie von Milliarden gesprochen. Milliarden. Aber Coinbase ist ja auch keine Trading-Plattform. Coinbase ist nichts anderes als eine Kryptotauschbörse. Nein, Coinbase ist keine Kryptotauschbörse. Mit Coinbase kann man traden. Ich bin gerade von Coinbase, Herr Steiner. Mhm. Das ist ja lustig. Coinbase ist keine Wechselstube. Dort kann man Geld verdienen. Verstehen Sie, was ich meine? Ach ja, jetzt sehe ich das hier wieder. So eben wie auf Bitpanda, Binance, Kraken. Was? So eben können Sie auch auf Kraken Geld machen, Kraken, auf Bitpanda, auf Binance. Ja, und? So werden Sie sehen, wie viele Kunden gibt es momentan an dieser Börse, die natürlich Geld machen. Ja, aber keine Milliarden, das ist ja Quatsch. Milliarden gibt es doch. Mhm. Da würden Sie mir erzählen, 10 Millionen Kunden ist keine wenige Milliarden Jahr, Menschen, mindestens 1 Milliarde Menschen an der Börse investiert. Das ist mir aber neu. Ja, ja. Aha. Selbst 10 Millionen Kunden sind nicht wenig. Verstehen Sie, Herr Steiner? Ja, aber gerade haben Sie ja von Milliarden gesprochen. Das ist ja immer noch ein Unterschiedchen. Ja, natürlich. Du scheiß Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Haben Sie eine Macke? Ja, du Hurensohn. Nimm Platz. Du scheiß Bastardmann. Du scheiß Hitlersohn. Ungezogenes Wort. Aha. Das ist aber nett von Ihnen. Hitler! Da sieht man ja gleich, dass wieder ein Betrüger an der Leitung ist. Tja. Also, der hat nach dem Wort Hitlersohn tatsächlich auch diesen netten Hitlergruß noch gleich hinterher geschoben. Den habe ich hier natürlich rausgelassen, weil da weiß ich nicht, was die YouTube-Richtlinien davon halten. Ja, Leute, könnt ihr mir das mal erklären, was mit den Leuten da kaputt ist in dem Callcenter? Also, grundsätzlich ist klar, dass bei denen was kaputt ist im Hirnchen, weil sonst würden die da, glaube ich, nicht auf solchen Stühlchen sitzen und die Leute da am Telefon verarschen. Aber, entschuldigt mal bitte. Geht's noch? Ich weiß es nicht. Es wird immer unterirdischer, aber naja, ich habe es euch ja immer wieder gesagt. Niveau findet ihr auf anderen Kanälen hier nicht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren schönen Videos auf dem Kanal. Wer mag, kann gerne auch mal auf Social Media vorbeischauen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch.
Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.